Hallo ihr Lieben, ich möchte euch einmal zeigen, was ich aus diesem Action-Block gemacht habe. Und zwar besser gesagt, was ich daraus benutzt habe. Und ich finde diesen hier mit diesem, wie nennt sie das, Folien, steht das hier irgendwo? Nö. Aber ihr wisst schon, was ich meine, foliertes Motive. Da können wir mal reinschauen. Ich habe fast alles davon benutzt, was foliert war, aber... Hier zum Beispiel sieht man das, dass das eben halt immer so glitzert und foliert ist. Und dieses Papier ist echt ein Traum. Und habe gedacht, das benutze ich einfach für mein neues Travel Notebook. Das ist aber schon mit dem Kalender für 2019. Also das kann man dann für 2019 benutzen. Was ich sehr schade finde an diesen folierten Bögen, dass die hinten halt weiß sind. Da muss man immer ein bisschen gucken. Aber ich finde, dass das Travel Notebook davon wirklich toll aussieht. Kalender, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ich mache mal ein bisschen größer. So. Ich finde das total schön und habe mir auch Mühe gegeben, die letzten zwei Tage das ordentlich hinzubekommen und bin begeistert und zufrieden mit dem, was daraus geworden ist. Ja, wie ihr von außen sehen könnt, habe ich dieses tolle Papier mit dem Vogel genommen, wo auch so foliert ist, mit der Mondblume oder sowas, ne, und dann Vögel dabei. Und das habe ich natürlich laminiert, weil es das Cover ist. Ich habe hier ein Herzchen dran gebammelt, als Charme sozusagen. Und hier habe ich mir aus 2 Inch großen Kreisen 2 Stück von dem Papier von dem Rest ausgestanzt, geklebt. Und dann habe ich selbstklebende Laminierfolie genommen und das einfach eingeschlagen, dann ausgeschnitten. Hier unten ein Loch reingemacht mit 2 Perlen dran. Hier oben eben hatte ich erst noch einen Ring, aber das wird dann zu lang. So ist es noch gerade bündig, sodass es nicht drüber hängt. Und habe halt so einen Karabinerhaken dran gemacht. So, und ich wollte mit euch gemeinsam einmal reinschauen. Und zwar, wenn man das aufmacht, hat man hier eine Tasche, wo man noch Sachen reinmachen kann. Visitenkarten, Pflaster, keine Ahnung, was einem da einfällt. Und hier ist ganz zart, nur zart. Es ist schwarz halt. Aber 2019 habe ich mit diesem Dymo-Gerät drauf gemacht. Ich wollte nicht groß Kalender oder so drauf schreiben, sondern das etwas dezent halten. Und wenn man das jetzt aufschlägt, ist das tatsächlich ein Taschenkalender mit Jahresüberblick 2019-2020. Ja, und ab November 2018 kann man dieses Teil halt dann benutzen. Ich mache mal eben den Pen und den Page Marker, also den Tagesanzeiger ab. Also wir haben hier Januar 2019, das ist eine Monatsübersicht. Genau, und ja, bis Februar 2020 kann man den Kalender und dieses Teil dann benutzen. Und damit man auch mal weiß, wo man ist, habe ich halt mir einen Page-Marker, Tagesanzeiger gebastelt und ich habe dafür wieder meinen Punchboard benutzt und heute eingestanzt. Weil ich finde, Today hört sich zwar schön an, es ist fast schon eingedeutscht, aber ich mag es halt total lieber, wenn es in Deutsch ist und nicht immer auf Englisch. Es ist Geschmackssache, ich weiß. Hier wollte ich erst noch ein elastisches Band drumherum machen. Aber dann habe ich mir überlegt, diese foliertes Lila glitzert so schön wie dieses Lila-Rosa von dem Paperclip, auch vom Action. Und dann habe ich gedacht, man kann den ja auch so reinhängen. Das habe ich auch bei den amerikanischen Designern schon gesehen. Und man kann das dann auch so verschieben, wie man möchte. Ja, und fand die Variante eigentlich gar nicht schlecht. Und hinten, dann habe ich hier noch so ein Teil ausgestanzt gehabt, dann das so zurechtgeschnitten, dass ich das in den Punchboard reinpacken konnte. Dann habe ich auf der Rückseite, damit das eben nicht weiß aussieht, noch aus dem Designerpapier auch wieder foliert, aus dem Bogen, aus dem Paperpad, aus dem Block auf Deutsch. Und habe auch folierten Designerpapier wieder genommen und das einfach hinten drauf geklebt. Dann das Ganze laminiert und eben den Paperclip und ja, den tollen Stift, den lila Stift dran gepackt. Und hier startet das Ganze im Januar, hänge ich das jetzt rein. Genau, so, das war der Kalender. Und dann habe ich überlegt, ich habe meine erste Schleife mit dem Envelope Punchboard gemacht.
muss ich mal erwähnen. Das war gar nicht so einfach, die so klein hinzubekommen, dass es für diesen Planner gedacht ist. Für dieses Memory Notebook, wie auch immer man das bezeichnen möchte. So, ich habe erstmal hier ein Notizheftchen. Das nehme ich einmal raus. Das habe ich auch selber gemacht, abgemessen und auch mit dem Designerpapier. Habe Carpe Diem drauf gestanzt und auch nochmal Ideen untergesetzt. Das soll ein Heftchen sein fürs Jahr. Hat genug Seiten. Wo man Ideen aufschreiben kann. Nutze den Tag, heißt es so schön. Und das habe ich jetzt hier davor geklemmt. Und zwar habe ich hier so eine Taschen gemacht. Wie nennt sich das denn auf Englisch? Folder. Und habe auf der einen Seite zu passend zum Blumigen eine Post-its hier raufgeklebt und auf dieser Seite habe ich vom Action diese tollen Sticker und ich habe gedacht, die passen farblich vielleicht dazu, dass man ja vielleicht mal gucken kann, wenn es mal schnell geht, so einen Plan im Kalender anzeigen mit Diamanten und dies und das und ja. Das ist natürlich auf Englisch, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Man muss es ja nicht benutzen, man kann es benutzen. Und hier sind ja auch so Sachen dabei. Ne, Carpe Diem nochmal, ja, nochmal ein paar Sticker dazu, dass man das vielleicht nochmal nett dekorieren kann. Und das Täftchen ist einfach davor geklemmt. Genau, und so kann man das davor hängen, so dass man eben halt nicht das da. Man hätte es auch andersrum machen können, aber ich fand das gar nicht so schlecht, das so rumzumachen. Und dann habe ich nochmal ein Heftchen gemacht und das soll für Notizen sein. Also alles, was einem noch einfällt, Arzttermin, Notizen, Wichtiges, so in dem Sinne. Denn das ist auch ein mehrere Seiten hat man dafür, kommt man auch lange mit aus. Und dann haben wir hier hinten nochmal ein Heftchen mit nach dem Alphabet so ein Heftchen, wo man seine Telefonnummern und seine Kontakte eintragen kann mit Adressen und genau Name und wie auch immer. Genau. So, und dann haben wir hier hinten auch noch eine kleine Tasche, wo man so Kleinigkeiten vielleicht noch reinpacken kann. Ja, was auch immer. Ja, so sieht das aus. Und ich finde, es ist sehr gut gelungen. Finde ich zumindest. Was habe ich denn hier gemacht? Ich muss mal tüdeln. So. Genau. Ich hatte ja hier erst die Blüte gehabt und dachte, oh, da ist die auch. Der Schmetterling ist zwar auch da, aber so sieht man, dass das auch nochmal so ein Anhänger ist, ein kleiner Charme. Genau. So, das wollte ich euch gerne zeigen. Das habe ich jetzt getan und bin total begeistert, wie schön ich diesen Block bisher nutzen konnte. Ich habe ganz viel von diesen folierten Sachen ausprobiert. Es ist abwechslungsreicher Planer. Kalender für nächstes Jahr. Man kann damit ganz viel machen. Man hat auch die Möglichkeit, halt Notizen, Ideen aufzuschreiben. Stift ist mit dabei. Man kann das benutzen, damit man weiß, in welchem Monat man vielleicht gerade ist. Oder auch für den Tag. Man kann es auch mit Wochenkalender machen. Da habe ich auch schon einmal so als Muster eingemacht. Da kommt auch nochmal irgendwas dazu. Aber hat natürlich andere Maße, weil ich die Kalender als Richtschnur genommen habe, um das außen und die Cover und alles soweit fertig zu machen. Okay, dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Hoffe, ich habe euch auf eine Idee gebracht. Ich kann von den Dingern wirklich nicht genug bekommen. Da wird es noch mehr geben, glaubt mir. Alles klar, dann wünsche ich euch allen einen zauberhaften Tag, einen kreativen Tag und freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Macht's gut. Tschüss, tschüss.